Hallöchen, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt uns gucken. Hallo, funktioniert alles? Ist euer Mac in Ordnung? Alles tippitoppi? Wenn nicht, können wir versuchen, euch heute zu helfen in unserer Ausgabe mit Apfeltalk Live. Los geht's. Ja, herzlich willkommen nochmal und hallo Joey. Moin, grüß Moin. dich. Heute das erste Mal in der Auf Rolle dem des. großen Sofa. Sonst musst du ja immer auf dem billigen Sessel Ja, sitzen. hier, da sind nebenan, da so auf meinem Kindertisch. Ja, genau, wenn du nicht artig bist. Ja, Joey, unser zweiter Moderator. Also, wir sind ja jetzt zu dritt in der Moderation. Du, Olli und ich. Und Olli ist leider krank, deswegen an dieser Stelle erstmal Gute Besserung. gute Besserung an Olli. Ich weiß, er guckt zu. Er ist auch im Chat hier gerade schon. Ja, siehst du? Ja. Er kann es nicht lassen. Und deswegen ist es total nett, dass du heute einspringst, Ja, gerne. spontan. Und wir haben, dein Mac scheint zu funktionieren, Ja, der offenbar. funktioniert jetzt. Was heißt jetzt? Jetzt habe ich Angst. Ach, kann ich ja. Ich habe den jetzt seit Dezember, habe Okay. alten, also einfach das quasi über Time Machine Backup hergestellt gehabt und der lief wie ein Sack Schrauben und dann habe ich einmal ganz frisch aufgesetzt und die Daten mal neu reinkopiert und jetzt läuft er richtig schön. Man sagt ja immer, bei Macs ist das nicht nötig. Mac-Computer sind irgendwie so bei Windows war das, oder ich sag mal anders, bei Windows war das ja so die ultimative Lösung. Ach gut, machen wir Platz, setzen wir neu auf. Und bei Mac soll das ja eigentlich nicht nötig sein, aber scheint Ich doch. muss auch gestehen, dass das ein, also dass ich seit 2006 bin ich Mac-User und seitdem habe ich immer mein Betriebssystem umgezogen. Also seit Ja. 10.4 habe ich das Ui. immer nur geupdatet. Okay. Und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich komplett neu aufgesetzt habe. Ja gut. Insofern stimmt schon, dass es, also es hat sehr lange hervorragend funktioniert. Ja, ich kann selbiges sagen, bin jetzt nicht ganz so lange dabei, aber bisher habe ich meinen Mac nie wieder neu aufgesetzt, sondern auch immer mit diesem Migrationsassistenten, heißt es ja tatsächlich, bin ich immer weitergezogen und ich bin ziemlich sicher, dass das gut funktioniert. Aber es kann ja auch mal was schiefgehen. Und das ist heute unser Thema, wenn der Mac mal nicht so funktioniert, also Mac-Probleme oder ja, Apple-Probleme wollte ich jetzt nicht nennen, obwohl Apple hat vielleicht auch ein paar Probleme, aber Mac-Probleme wollen wir heute mal angehen. Das ist auch das Titelthema der aktuellen Ausgabe von Mac and I. Und deshalb sind wir ganz froh, dass wir heute mit Thomas Kaltschmidt sprechen können. Der sitzt in Hannover bei Heise und der hat unter anderem diesen Artikel geschrieben oder diese Artikel geschrieben. Und deswegen sagen wir mal schönen guten Abend, Thomas. Hallo. Grüß euch, hi. Ich hoffe, dein Mac ist in Ordnung. Ja, doch, der ist eigentlich im Wesentlichen funktionsfähig, aber ich hatte tatsächlich da so ein blödes kleines Problem. Das ist ein recht neuer iMac Retina 5K Okay. und das hatte ständig im App Store die englische Spracheinstellung, obwohl ich Deutsch eingestellt hatte und habe das wohl mal gewechselt. Und das habe ich aber mit ein paar Handgriffen wieder hingekriegt, aber woran es am Ende lag, weiß man dann ja oft nicht. Man muss halt viel experimentieren. Ja, das ist, wie geht man denn überhaupt, bevor wir konkret werden, wie geht man denn an so ein Problem ran? Ich hatte, wo du das sagst mit Englisch, ich hatte mal ein MacBook Air 11 Zoll und dann war das immer, wenn es ein Update gab von macOS, also meinetwegen von 10.13.1 auf 10.13.2, war die Tastatur wieder komplett auf US-Englisch Das umgestellt. Phänomen kenne ich. Und es war dem, also man konnte das natürlich dann wieder umstellen, aber Jedes Mal wieder verstellt, ja. ja, wie was? Also es gab dann so ganz komplizierte Terminal-Befehle irgendwie. Das hat dann auch genau irgendwie ein Update gehalten und danach war das dann wieder. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das ist ein amerikanisches Gerät mit deutscher Tastatur. Oder wie kannst du dir das erklären, wie sowas passieren kann? Das hört sich recht plausibel an. Das Phänomen habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Das sind in der Regel irgendwelche Grundeinstellungen, die sich da zerschießen oder möglicherweise liegt es wirklich daran, dass es eigentlich ein englisches Gerät war. Durchs Auffrischen kann man viel wieder gerade biegen. Das ist, sagt man natürlich bei Windows eigentlich immer, dass es ständig nötig ist. Manchmal ist es auch auf dem Mac hilfreich. Okay, jetzt frage ich mich, also neu installieren ist ja, finde ich, so, das ist so mit dem Holzhammer draufhauen, dann geht es natürlich, oder oft, sagen wir mal so, wenn nicht irgendwie Hardware kaputt ist oder so, ne? Aber ich finde, das sollte so die letzte Option sein, oder? Ja, das stimmt. Das muss nicht der erste Schritt sein. Aber was zum Beispiel durchaus mal hilft, es gibt ja durchaus viele Anwender, die
nur noch den Ruhezustand nutzen am Mac und den gar nicht mehr ausmachen. Ja. Und das dann über Wochen und Monate lang immer wieder nutzen. Und in der Regel funktioniert es ja auch, aber da kann sich natürlich mit der Zeit schon was ansammeln. Und so ein kleiner Neustart, auch wenn man das beim Mac ja eigentlich nicht braucht, wirkt dann echt manchmal schon Wunder. Ist natürlich lächerlich eigentlich, ist kein wirklicher Tipp, aber es gibt natürlich Anwender, die das auch nicht wahrhaben wollen, dass das mal hilft. Wie ist das bei dir, Joey? Ich muss gestehen, dass ich meinen Rechner auch eigentlich in der Regel nur zuklappe und dann den Neustart mache, wenn entweder ein Update eingespielt wird oder eben genau, wenn irgendwas nicht läuft. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass eben ganz häufig, also Reboot tut gut, ne? Also dass eben der Neustart tatsächlich, also gerade wenn irgendwie was lahm läuft oder sowas, dann oder einfach, wenn man nicht so richtig weiß, irgendwas ist spooky oder ist komisch und fühlt sich irgendwie lahm an, dann hilft ein Reboot eigentlich, ist schon so als erstes Mittel der Wahl, ist durchaus im Repertoire, ja. Na gut, das ist ja wirklich auch einfach, ne? Also muss man jetzt kein Experte sein, ne? Mac-Menü, ja. Neustart, fertig. Ne? Nur beim Windows-PC ergibt sich das halt, wenn du irgendwas installierst oder sowas, im Betrieb sowieso häufiger. Und beim Mac eben dadurch, dass du einfach Apps per Drag and Drop installieren kannst, viele zumindest, ergibt sich das eben im Betrieb nicht so unbedingt. Also bei mir ist es so, den iMac, den ich benutze, der jetzt auch übrigens für diese Sendung arbeitet, indem er den Stream kodiert, den schalte ich immer aus. Also den fahre ich abends runter. Das ist komplett. So, ich glaube, das ist noch so, ich kam ja ursprünglich mal von Windows und das ist noch so drin im Muskelgedächtnis irgendwie. Hast du dir extra so ein, wo dann steht, Sie können den Computer jetzt ausschalten, eingebastelt? Das wäre geil. Ja, das wäre sehr schön. Aber das ist übrigens sehr schön, dass du gerade das aktuelle Heft da stehen hast, denn da ist dieser, man nennt es ja also im Sprachgebrauch Beachball, aber ich glaube, er heißt tatsächlich, ich habe im Vorfeld der Sendung danach geguckt, es heißt, glaube ich, Weight Cursor. Ich kenne das als Pizza des Todes. Ja, toll. Wird Apple aber sicher, also Weight Cursor ist, glaube ich, aber die offizielle Bezeichnung. Und da fangen wir doch damit mal an. Es wird immer kolportiert, wenn dieser Beachball kommt, das ist ja der Mauszeiger, der verändert sich dann in dieses rotierende Ding, dann ist im Grunde der Mac dem Untergang geweiht und du kannst ihn direkt ausschalten. Aber das ist doch Quatsch, oder? Nee, das ist wirklich Quatsch. Im Endeffekt zeigt der Cursor bezogen auf die Software, die man gerade mit der Maus überfährt, also das Fenster, was man da gerade mit überfährt, nur an, dass in einem bestimmten Zeitintervall keine Reaktion von der GUI zum System gemeldet wird. Und das muss noch nicht mal irgendwo was Schlimmes erstmal bedeuten. Das kann halt eine einzelne App sein, die gerade unheimlich rechenintensiv irgendwas macht, ohne dass sie ihre eigene Benutzeroberfläche aktualisiert und schon kommt auch dieser Wait Cursor. Der kann aber auch genauso erscheinen, wenn das System zu einer bestimmten Zeit überlastet ist, weil kaum noch RAM da ist oder zu viele Zugriffe von der Festplatte oder irgendwelche Engpässe auftreten. Also das kommt immer sehr drauf an und da kann man sich halt dann schnell, kann man ja schnell rausfinden, wenn man den Cursor außerhalb einer bestimmten App bewegt. Wenn er dann weggeht, dann ist es ja wirklich nur diese eine App. Ja, okay, klar, dann kann man die möglicherweise abschießen und dann ist es gut. Ich hatte das genau. Schon mal systemweit, also da war dann sozusagen überall war dieser Cursor und da half dann tatsächlich nichts anderes mehr, als wirklich 5 Sekunden auf den Ausschaltknopf und dann war vorbei. Aber gut, das überlebt der Mac ja in der Regel auch, obwohl das natürlich, glaube ich, dann die letzte Rettung sein soll, oder? Absolut, ja, sehe ich genauso. Das kommt auch bei mir und bei uns ab und zu mal vor, muss man machen. Ich habe mir letztes Jahr auch eines dieser neuen MacBook Pros geholt. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass man da mal diesen rabiaten Handgriff wählen muss. Aber das hatte ich auch schon 2-3 Mal jetzt, dass er nicht anders wieder zu aktivieren war. Ihr könnt übrigens mitdiskutieren. Wir haben einen Hashtag da, Apfeltalk Live. Wenn ihr also Fragen habt, vielleicht genau da. Wenn ihr Fragen habt und wir das beantworten können, also wir sind jetzt hier nicht, sage ich mal, das Kompendium für sämtliche Probleme, aber könnt ihr mal raus damit. Klar, wir lösen die heute alle. Wir lösen die heute. Wir lösen Im die Zweifelsfall alle. Schickt die Rechner her. Nee, aber tatsächlich, wenn ihr was habt, fragt einfach mal. Es ist ja selten, dass man dann die kompetenten Menschen direkt ansprechen kann. Heute geht's. CDG Mac Addict schreibt noch, hallo, hier ist die IT. Haben Sie es schon mal mit Neustart versucht? So melden sich, glaube ich, immer direkt am Telefon. Ne? Das ist das Erste, was Sie sagen. Okay, jetzt habe ich jetzt habe ich mal so ganz konkretes Problem. Das hatte ich tatsächlich, ich habe einen Firmenrechner bekommen in meiner Firma, auch ein MacBook Pro. Der war komplett eingerichtet. Also ich machte den auf. Und da war auch schon die Benutzeroberfläche da und ehrlich gesagt, es ging
Es ging nichts, also es funktionierte alles, aber ich konnte nichts neu installieren, weil man immer ein Admin-Passwort brauchte. Ich möchte jetzt keine Anleitung zum Hacken geben, aber es kann ja durchaus sein, also ich habe das dann hingekriegt, aber wie, nehmen wir mal an, ich habe mein Passwort vergessen. Also normal ist ja bei der Standard-Benutzereinrichtung von macOS ist ja der Benutzer adminfähig oder der hat Adminrechte, so habe ich es verstanden. Und wenn ich jetzt aber das Passwort vergessen habe, dann habe ich doch ein Problem, oder? Ja, man hat dann ein ziemlich großes Problem, aber wenn man Glück hat, dann hat man in den Einstellungen des Benutzers aktiviert, dass man über die Apple-ID, über den Apple-ID-Account, das Passwort zurücksetzen kann. Das wäre, sag ich mal, die einfachste, Variante. Wenn man das aber nicht hat, weil das muss man natürlich vorher aktiviert haben, dann kann man immer noch in die Wiederherstellungspartition, booten und dort das Terminal aufrufen und mit einem Befehl. Ich glaube, der heißt Reset Passwort sogar, recht passend. Dort auch das Passwort zurücksetzen. Das geht aber nur, wenn FileVault nicht an ist und kein Firmware-Passwort gesetzt ist. Okay, ich habe immer noch so im Hinterkopf, wenn man einen zweiten Mac hätte, sage ich mal, auf dem man Zugriff hat. Du meinst in Target-Mode, Ja, wie zum hieß Beispiel, denn das? dass Ja. man dann den Mac, wo ich keinen Zugriff mehr habe, weil ich das Passwort nicht habe, sozusagen in den Target-Mode versetze und dann kann ich im Grunde auf alles zugreifen. Ist das tatsächlich so? Das habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so ausprobiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da was sieht, aber die wichtigsten Ordner sind ja dann eh geschützt, wenn man da nicht die Zugriffsrechte hat. Da kommt man, denke ich mal, nicht ohne weiteres dran an die Okay, Daten. okay. Das schätze ich auch. Es wird so sein, dass du zwar auf die Festplatte zugreifst, also wenn es diesen Target-Mode noch gibt, wo ich gar nicht sicher bin, ich Ja. glaube, ich habe den das letzte Mal tatsächlich zu Stimmt, der. Firewire-Zeiten benutzt. Stimmt, der wird wahrscheinlich. Wenn es den noch gibt, wird es eben so sein, dass du natürlich also du kannst auf die Festplatte zugreifen und siehst dann deinen Benutzerordner, aber du wirst auf die Dateien nicht zugreifen können, weil du eben Weil ich trotzdem nicht. die Ah. Zugriffsrechte nicht hast. Okay. Ja, gut, Ja. dann ist das keine Option. Also dann müssen wir es tatsächlich so machen. Man kann ja, zumindest in dem Artikel habe ich gelesen, man kann über die Recovery-Partition und dann mit Reset-Passwort das zurücksetzen. Da Ja, muss man sich da ein genau. bisschen was trauen, weil da muss man nämlich in der Recovery-Partition, so habe ich es jetzt verstanden, das Terminal öffnen und dann eben diesen Befehl eingeben und dann kann man ein neues Passwort vergeben. Das trauen sich ja viele nicht, ne? Also das Terminal ist ja immer noch für Mac-User, also so die normalen Mac-Userinnen und User ist ja so ein rotes Tuch, ne? Ich muss auch gestehen, dass ich mit dem Terminal, also das Einzige, was ich mit dem Terminal mache, ist, mir per Google rausgesuchte Befehle dort rein zu kopieren. Und ich habe schon ein Aber auch paar Mal gedacht, böse. das ist echt leichtsinnig, weil Ja. man da natürlich auch echt ziemlich fies in eine Falle Format laufen. Ja, C-Rechner. genau so, weil ich halt wirklich überhaupt nicht verstehe, was ich da eigentlich ausführe. Also wenn mir jemand was Böses will, das ist der Weg, wie es funktioniert. Jetzt haben wir jetzt in den neueren Macs, also ich glaube Mac Mini, die MacBook Pros seit letztem Jahr und natürlich der iMac Pro, ist jetzt dieser ominöse T2-Chip drin. Also was heißt ominös, aber der ist halt für diverse Funktionen, unter anderem auch für die Sicherheit zuständig. Habe ich denn da überhaupt noch eine Chance, wenn ich einen Rechner mit so einem Chip habe? Oder ist dann wirklich das System so dicht, dass ich im Grunde sagen kann, okay, alles neu? Also da sehe ich jetzt nicht so viele Einschränkungen eigentlich, es sei denn, man hat beispielsweise abgestellt, das ist glaube ich ja der Standard, dass man von externen Medien kein System booten kann. Dann hat man ja diese Testoption erstmal nicht. Das kann man in der Wiederherstellungspartition ja wieder aktivieren. Aber der T2 ist ja jetzt erstmal nur der führt zu einem höheren Sicherheitslevel, wenn das MacBook zum Beispiel geklaut wird, weil man dann gar nicht mehr keine Chance hat, an die Daten zu kommen. Selbst wenn man FileVault nicht anhat, sind ja alle Daten auf der SSD verschlüsselt und das Passwort steckt ja nur in dieser Secure-Enklave. Genau. Aber das hat jetzt mit Troubleshooting-Themen gar nicht so viel zu tun, glaube ich, dieser T2. Ist jetzt Okay. nicht. Okay. Also ist das nicht so. Es wabern immer noch so viele Gerüchte um dieses Ding. Also anscheinend ist der wahrscheinlich doch transparent. Also der stört nicht. Keine Ahnung. Also was natürlich sein kann, das hatte ich jetzt auch bei meinem MacBook Pro, dass das Betriebssystem, dieses T2, das ist ja im Endeffekt ein weiterer Rechner, der da in Ja. dem Mac steckt, Ja. mit eigenem Betriebssystem, ARM-Chip und verschiedenen Aufgaben. Da kann das Betriebssystem schon ab und zu abstürzen. Also jetzt nicht auf Wochenbasis oder so, das ist schon relativ selten. Okay. Das sieht man aber, findet man im Web schon ganz viele Stellen von Leuten, die das auch erlebt haben. Bei mir war das auch schon zweimal. Okay. Und dann machst du nichts mehr. Da kannst du nur noch neu starten. Ja,
Das haben wir ja am Anfang geklärt, hilft ja dann auch gelegentlich. Okay, wir haben jetzt mal auch als Olli und ich die Sendung so ein bisschen geplant und diskutiert haben, haben wir mal überlegt, was haben wir so konkret für Probleme gehabt. Und Olli hat zum Beispiel jetzt mal ganz konkret gesagt, sein alter iMac 21,5 Zoll ist irgendwie im Ruhezustand abgestürzt, also schwarzer Bildschirm, aber beleuchtet, also die Lampen sind noch an. Mac reagierte aber nicht mehr, also abgesehen natürlich davon, dass man ihn ausschalten konnte, aber so war nichts mehr zu machen. Ist dir das schon mal untergekommen, so ein Problem, oder? Ja, kenne ich. Das ist mir auch schon mal passiert. Aber das sind leider so Fehler oder so Probleme, die sich unheimlich schwer eingrenzen lassen, weil die halt nicht wieder reproduzierbar auftreten, sondern wirklich nur mal ganz selten vorkommen, meiner Erfahrung nach. Und es kann dann an so vielen verschiedenen Faktoren liegen. Ich sag mal, alles, was nicht reproduzierbar auftritt, das vielleicht nur alle paar Wochen, alle paar Monate mal als Problem auftaucht, da sollte man da gar nicht so viel Energie reinstecken. Da Nee, klar. kommt man dann eh nicht drauf. Nee, klar. Vor allen Dingen, wenn man so wie ich macht, den iMac immer schön runterfahren, hat man das Problem Dann nicht. passiert nichts. Nee, genau. Der ist ja auch vor allen Dingen immer wieder frisch. Wobei, da gibt es ja auch diese Stolperfalle. Das ist ja irgendwann, ich glaube, das ist bei, ich muss jetzt kurz überlegen, das hat Steve Jobs noch eingeführt, diesen Haken, alle Anwendungen wieder öffnen. Den finde ich eine ziemliche Seuche, muss Das ich finde ich gestehen. auch, es nervt. Also wenn man sozusagen den tatsächlich mal runterfährt, den Mac, kommt ja dieses Fenster ausschalten oder abbrechen und da ist so ein Haken und das ist standardmäßig aktiviert. Also wenn du es frisch installiert hast, dann ist dieser Haken aktiviert und das bedeutet, der Mac macht eigentlich nichts anderes als alles irgendwie, glaube ich, du musst mich gleich mal korrigieren, Thomas, ich glaube, der bringt alles nur in so einen Suspend-Modus, fährt ihn dann zwar runter, aber wenn du den hochfährst, ist im Grunde alles genau wieder so da, wie es vorher war. Ja, der lädt das alles nach, auch die Dokumente, die geöffnet sind. Ich finde das auch eher lästig, aber man kann es ja abschalten. Muss man halt nur darauf achten. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man das nicht abgeschaltet hat, mit der eine Taste, die man gedrückt hält beim Starten. Ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt die, ich muss, glaube ich, nee, die Shift-Taste kann es ja nicht sein. Es gibt auf jeden Fall eine Taste, die man gedrückt hält beim Booten. Dann macht er das nicht. Dann wird das Ah. deaktiviert, auch wenn der Haken gesetzt ist. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Das finden wir nochmal raus. Das könntet ihr mal Das steht auch im Heft. raussuchen. Haha. Ja, genau. Dann lest es im Heft. Ansonsten Glaube können ich. wir mal, wenn ihr das wisst, wie das geht, wie man also sozusagen diesen alten Zustand wiederherstellen, Haken beim Booten abstellen kann. Das war übrigens eine Zeit lang, gab es da einen Fehler in macOS. Da wurde dieser Haken, obwohl du den abgewählt hast, wurde er wieder gesetzt. Ja. Das war richtig Und übel. was Die mir Rache des Steve fehlt, was Jobs. ich gerne noch hätte, wäre eine Stufe härter, also quasi zu sagen, ich möchte jetzt einen Neustart und ich möchte auch alle Sachen, die ich zwar manuell in den Autostart quasi gepackt habe, die möchte ich jetzt auch einfach erstmal bitte nicht mitbooten. Ich möchte wirklich nur das Ah, System und okay. meine, was weiß ich, Dropbox und sowas, das starte Schimpfen. ich dann schon alleine, weil also ich finde das mal, dann startet der Rechner hoch und dann funktioniert irgendwas nicht und man weiß aber gar nicht so richtig, an was es liegt. Und ich würde den gerne einfach wirklich neu starten können, ohne diese ganzen Programme, die eben standardmäßig so aktiviert sind, die man eben so als kleine Helper ganz gut gebrauchen kann. Gibt es da was, Thomas, oder ist das tatsächlich nicht Das ist integriert? ganz witzig, weil früher die alten macOS-Systeme, ich glaube System 7, System 8, die hatten ja eine Funktion, wo man sich die Erweiterungen, die das System beim Booten lädt, alle anschauen konnte und vor dem Booten, also weiteren Booten, dann abschalten konnte, auch in so Sets fassen konnte. Das geht ja dann so in die Richtung, was Joey meinte. Das Einzige, was man beim Mac machen kann, ist die Shift-Taste gedrückt halten. Beim Booten zumindest. Und dann fährt man in den abgesicherten Modus, dann werden eben alle Erweiterungen deaktiviert. Aber ja, das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt das, was man will. Da ist Windows sogar flexibler. Da kann man sagen, zum Beispiel Lade abgesichert, aber mit einem bestimmten Treiber-Set für Netzwerkkarte oder bestimmte Dinge, die man haben will oder nicht. Da könnte man sicherlich mehr machen. Ich finde es auch ein bisschen blöd beim macOS, dass das so verteilt ist, diese Erweiterung. Ne? Man hat Kexte, also diese Systemerweiterungen in den verschiedenen Ordnern. Man hat Launch-Daemons, Launch-Agents, Startobjekte, Benutzer-Startobjekte. Sehr übersichtlich ist das nicht. Nee, und vor allen Dingen auch nicht zu verstehen. Es gibt zwar Apps inzwischen, wo du diese Launch Agent und Daemons auch verwalten kannst, aber da, wenn du da was falsch machst, dann kannst du dein System wirklich neu installieren. Wir haben ein paar Kommentare, will ich kurz nicht ignorieren. Christian Fuß schreibt jetzt gerade nochmal zu dem Thema Booten, wenn man keinen Zugriff auf das Passwort hat. Wenn die Festplatte nicht verschlüsselt ist, kann man sogar von einem USB-Stick booten, mounten und in der Passwortdatei das Passwort löschen bzw. zurücksetzen. Alter Unix-Trick. Ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber die Passwortdatei gibt es, aber da wäre ich vorsichtig, die sozusagen händisch zu bearbeiten. Aber wenn das geht, dann
macOS ist am Ende ja nichts anderes als ein Unix. Also von daher. Den Unterbau, ja. Salvatore Papadello schreibt, die größten Probleme macht Apple derzeit mit der Hardware. Tastatur, Touchbar, MagSafe, Display, Mac Pro und so weiter. Ja, okay, das ist kein Problem. Das sind eine ganze Menge Dinge, aber tatsächlich können wir mal, das wurde auch in deinem Artikel erwähnt, die Touchbar soll gelegentlich mal abstürzen. Habe ich noch nicht erlebt, aber offensichtlich gibt es das Problem. Das ist, glaube ich, auch nicht sehr häufig. Da hilft dann aber auch tatsächlich, da muss man jetzt nicht den Rechner für neu starten, sondern da reicht es völlig, den Dienst, den wir auch da erwähnt haben, ich weiß gerade den Namen nicht, der fängt wahrscheinlich auch mit Touchbar an, da läuft ein Dienst, den man in der Aktivitätsanzeige anschauen kann, und wenn man den aktiv beendet, dann regeneriert sich das automatisch. Okay. Ich habe das schon mal gesehen, also es ist nicht häufig, aber wenn es mal auftritt, dann ist es gut, wenn man es so lösen kann. Ja. Übrigens habe ich an der Stelle, wo wir gerade bei der Aktivitätsanzeige sind, noch einen kleinen Tipp, den ich seit meinem allerersten Mac-Tag mache und den ich aber ganz selten bei anderen Leuten sehe. Man kann nämlich bei der Aktivitätsanzeige, wenn man mit der rechten Maustaste auf das Dock-Icon klickt, auswählen, dass da die CPU-Auslastung in so einem zeitlichen Verlauf dargestellt wird. Gucken wir sofort an, ja. Nicht hier in der Theorie. Genau, also, wenn du mal die Aktivitätsanzeige startest. Unter Dienstprogramme. Aktivitätsanzeige. Das ist jetzt High Sierra hier, muss genau. Ich ehrlich sagen. Wenn du jetzt mal mit der rechten. Nee, mach mal, du musst das Dock haben. Ah, ich muss das Dock haben, okay. Ja, also du kannst dich komplett wieder zumachen. Du musst nur gestartet sein. Ja, okay. Und jetzt klickst du da mit der rechten Maustaste drauf. Achso, dann muss ich. Und sagst Symbol im Dock. Und sagst dann CPU, Verlauf der CPU-Auslastung heißt es. Und das ist ein Tool, was ich immer im Hintergrund laufen habe. Das hast du ja irgendwie daneben geklickt, glaube ich. Achso, ich bin wenn ich das von hier richtig sehe. Nee, jetzt ist das passiert. Genau, so. Und jetzt ist nämlich da unten so einen kleinen Balken, der da durchläuft. Ja. Und den habe ich immer im Hintergrund laufen, weil man da nämlich dann ab und zu, wenn einem irgendwie Thunderbird stürzt ab oder der Firefox oder mein Schnittprogramm manchmal auch oder sowas hängt sich auf. Ja, jetzt sieht man hier so ein bisschen. Und wenn das Aufhängen zur Folge hat, dass die CPU voll ausgelastet ist, obwohl es nicht sein dürfte, dann siehst du das da unten. Das ist ein ganz kleines, nützliches Tool, was ich immer im Hintergrund laufen habe. Guter Hinweis. Also. Und wir haben noch gerade im YouTube-Chat kam von Wir43 der Hinweis, dass es den Target-Mode tatsächlich noch gibt. Man braucht eben nur das richtige Kabel. Ah, okay. Und man kann das sogar auch, also es ist abwärtskompatibel, man kann sogar mit einem Thunderbolt auf Firewire-Kabel könnte man das noch auch mit älteren Macs. Ah, okay, alles klar. Also dann könnte man das ja zumindest mal so versuchen. Wir sind jetzt nicht sicher wegen Passwort und ob man Zugriffsrechte hat, aber zumindest kommt man vielleicht ran an einige Daten. Das wäre ja schon mal. Ja, oder auch wenn einfach ein Gerät irgendwie zwar, also wenn man die Passwortsachen weiß, aber ein Gerät aus irgendeinem Grund nicht mehr startet, ist das eine Möglichkeit, möglicherweise an die Daten zu kommen. Aber hier kommt eine gute Frage, Thomas, die du vielleicht beantworten kannst oder sehr wahrscheinlich. Andreas fragt nämlich, was mache ich, wenn ich nicht mit Befehlstaste und R beim Start in das Dienstmenü komme? Am iMac ist ein Passwort, welches unbekannt ist, direkt nach Start. Will die Platte löschen und alles neu machen, NVRAM löschen und so weiter, hat er schon probiert, ohne Erfolg. Ja, das dürfte das Firmware-Passwort sein, das gesetzt ist. Ja, vermutlich. Wenn er das nicht weiß, dann kommt er nicht rein. Das klingt ja. Da kann man nichts machen. Das klingt so endgültig. Fertig. Das klingt so endgültig. Tut mir leid. Okay, ja, Andreas, dann das habe ich schon mal gelesen, dass wenn Leute bei irgendwelchen Online-Auktionen so Macs kaufen, gebrauchte Macs, dass da so ein Passwort gesetzt ist und dass du dann echt ein Problem hast. Weil wenn der Verkäufer das auch nicht kennt, weil der vielleicht das auch schon irgendwo gekauft hat, dann kommst du da nicht rein. Und ich glaube, der Apple-Support kann das zurücksetzen. Ja, aber sicher bin ich da auch nicht. Die machen sowas auch dann ganz gerne nur mit irgendwelchen Kaufnachweisen. Ja, wenn du das per eBay Kleinanzeigen gekauft hast. Okay. CDG Mac Addict schreibt gerade ein paar nützliche Shortcuts. Die lese ich jetzt nicht alle vor, aber wenn ihr unserem Hashtag folgt, Apfeltalk Live, dann könnt ihr mal sehen, also der Carlo hat hier vier nützliche Shortcuts für den Neustart mal dazu geschrieben. Okay, wir haben noch was aus dem Forum. Das hatte im Vorfeld jemand geschrieben bei uns im Forum, der Matt. Seit jeher, das Finderfenster behält nicht seine eingestellte Größe. Also sozusagen, du machst es zu und du machst es auf und hat es wieder irgendeine seine Standardgröße oder eine andere Größe. Das ist auch ein bisschen blöd. Das kenne ich auch, das Problem. Echt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, ist aber so. Bei mir ist das auch manchmal so. Und nun? Bei mir ist das auch so, ja. Es gibt da keine globale Einstellung, dass für alle Finder-Fenster, egal welche man jetzt aufmacht, weil es betrifft ja immer so einen Startordner, den man da gesetzt hat, dass es das dann immer beibehält. Im Grunde merkt er sich das für jedes einzelne Fenster.
Das tut er schon. Okay. Das Blöde ist nur, weil man die ja dann irgendwann zumacht, man kommt nicht unbedingt direkt wieder in diesen Ordner dann rein. Man startet ja oft mit zuletzt benutzt oder so. Und möglicherweise will man dann aber sofort in den anderen Ordner. Dann geht es ja nicht, weil ja das Fenster schon auf ist. Der Workaround könnte sein, dass man Bereiche, die man halt gerne immer wieder in derselben Größe sehen will, also zum Beispiel den Dokumente-Ordner, Ja. in das Dock reinzieht und da dann öffnet. Ah, Dann merkt er sich das. okay. Meine Erfahrung stimmt, ja. Ich habe tatsächlich das Problem, es hat mich so genervt, weil ich habe gerne, das ist ja auch so ein bisschen Gewohnheit, man hat gerne eine gewohnte Arbeitsumgebung und möchte das so wiederfinden. Und das ging beim Finder, hat mich das wirklich wahnsinnig gemacht. Und deshalb habe ich mir jetzt so ein, das heißt Cinch, das Tool, oder Kinch. Damit kannst du, das ist so ähnlich, funktioniert so ähnlich wie Windows. Du ziehst es an den Rand des Bildschirms, das Fenster, und dann nimmt es die halbe Bildschirmseite ein und das behält es. Ich kann das hier zeigen, ich habe es auch installiert. Aber das macht das doch auch standardmäßig auch so, dass du so Ich ein mache mal Vollbild hier, ich schieben mach mal hier den kannst, ne? Finder auf, Moment, und mache ihn mal in so eine beliebige, ist jetzt natürlich gerade schon so eingestellt, wie ich ihn haben will, aber ich mache den jetzt mal so, den Finder. Und wenn ich den jetzt mit diesem Tool hier an den Bildschirmrand schiebe, zack, dann springt er so auf und geht auf die Größe. Und die behält er jetzt auch, die merkt er sich auch. Das finde ich super. Das macht mir, also das hat mich Nützlich, Da gibt es auf jeden Fall. tatsächlich mehrere Tools, die das ganz gut können. Ich benutze so ein ähnliches, das heißt Magnet oder Magnet. Und das Witzige ist, das ist eigentlich das nachgebaut, was Windows, glaube ich, seit Version 7 oder 8, ich weiß nicht genau, eingeführt hatte. Ich habe mich immer gefragt, wieso Apple nicht auch mal gute Sachen von Windows übernimmt, weil das ja wirklich praktisch ist. Vielleicht kommt das ja noch. Also diese Tools bauen das im Grunde nach, was Windows schon lange macht. Ich hoffe das. Ist ja tatsächlich manchmal so, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob er es selber macht, Air Force One, Craig Federighi, ob er so die Szene beobachtet der Tools und dann sagt, das nehmen wir. Ach, das glaube ich schon, dass sie das machen. Das war ja auch mit den Spaces oder sowas, war Ja, das ja auch mal so. klar. Also ist ja auch in Ordnung, solange nicht irgendwelche Patente verletzt werden. Und das kann Apple. Na, reden wir nicht drüber. Anderes Thema, andere Anderes Sendung. Thema, anderes Thema, andere Sendung. Aber was ist denn zum Beispiel, das hatte ich, das hat mich auch wahnsinnig gemacht nach dem Update von Sierra auf High Sierra. Habe ich lange gewartet mit diesem Update und dann irgendwann bei, keine Ahnung, bei der Version, wo ich dann dachte, naja, jetzt kann es mal machen. Da hat der Finder, den ich oft auch benutze in seiner Funktion, so wie sein Name, um Sachen zu finden, nicht mehr gefunden, also nicht korrekt gefunden. Oder zum Beispiel wollte ich, Über die eingebaute Suche oben ja, rechts. genau, mal oben die Suchfenster, ne, das ist ja allenthalben bekannt, da tippt man was ein, man kann dann auch noch verschiedene Suchkriterien, zum Beispiel findet Dateien, was weiß ich, die älter sind als 2 Jahre und größer als 100 Megabyte, ging nicht mehr. Hat stumpf nicht gemacht. Hast du da eine Idee? Also das ist auch meine Erfahrung, dass das gar nicht mal so selten ist. Das Spotlight heißt ja diese Funktion Ja. nicht mehr so richtig funktioniert, teilweise systemweit nicht, manchmal in Mail nicht. Das wurde ja eingeführt mit macOS Tiger, glaube ich, 10.4. Ich glaube ja. Und da hat das, finde ich, super funktioniert, aber in den letzten Versionen finde ich es eigentlich, ist es nicht unbedingt besser geworden. Das Einzige, was man da eigentlich machen kann, das arbeitet ja in der Weise, dass es einen Index erstellt und das in SQLite-Dateien, Datenbankdateien speichert. Im Endeffekt ist der Weg meistens oder der einfache Weg, dass man diese Index-Dateien einfach löscht und dann regeneriert er sich. In Mail kann man das zum Beispiel machen, einfach im Mail-Ordner, im Library-Ordner diese Dateien entfernen. Jetzt muss ich ja nicht detailliert erklären, wie das geht, Nein, aber nein. so als Grundkonzept. Und über die globale Suche kann man über die Systemeinstellungen gehen und dort im Spotlight-Bereich einfach also die Startfestplatte in Privatsphäre reinschieben, also dass man die eigentlich ja nicht indizieren will, heißt das ja dann. Und wenn man sie dann wieder rauslöscht, dann erstellt er den Index neu. Das ist eigentlich das Einfachste. Okay. Ja, Entschuldigung. Ich habe nochmal hast du dazu direkt eine Frage? Nee, 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 Sonst eine alles andere, gut. okay. Ich bin schon raus. Weil ich eine Sache habe ich mich schon, frage ich mich schon ziemlich lange. In Foren wird ganz häufig so als Universallösung für so ziemlich jedes Problem, wo irgendwie nicht so richtig klar ist, woran es liegen kann, ein PRAM-Reset, den man, glaube ich, mit irgendeiner Tastenkombination beim Neustart ausführen kann, oder auch so ein NVRAM-Reset empfohlen. Ich habe aber nie richtig verstanden, was der eigentlich macht. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Geholfen hat das bei mir, glaube ich, nie tatsächlich Nee, bei mir auch bei nicht. dem Problem. Aber ich habe auch nicht verstanden, was das macht. Kannst du das erklären? Es gibt ja noch mehr in diesem Bereich, zum Beispiel der SMC, das ist der bei alten Macs der System Management Controller, auch ein Chip, der sehr viele Aufgaben übernimmt, die jetzt beim T2 alle enthalten sind.
Und der hat natürlich auch bestimmte Einstellungen, die er puffert und speichert. Und die können auch beispielsweise durch hartes Ausschalten des Macs oder durch andere Umstände auch mal Schaden nehmen. Und durch diese Tastaturkürzel resettet man quasi diese Einstellungen auf die Standardwerte und kann tatsächlich manche Effekte dadurch beheben, die ich auch schon erlebt hatte. Das kann mit Ton zusammenhängen, der nicht so ist, wie er sein sollte, oder irgendwelche kleineren Geschichten fällt mir jetzt leider nicht was Tolles ein. Es hilft dann schon ab und zu, ja. Es gibt SMC-Reset, NVRAM-Reset und PRAM-Reset. Das ist schon, auf Also jeden Fall sollte man das machen, sollte wenn man einfach man probieren, so nicht als, ja. identifizierbare Probleme hat, ja. Ja. Und Benutzerrechte zurücksetzen wird auch häufig, kommt dann auch so als Universaltipp. Das würde ich so auch, aber eher so hinten dran versuchen. Das ist auch schon ein bisschen komplizierter. Das kann aber auch helfen. Ja. Das haben wir auch im Heft drin. Da wird es auch beschrieben. Da ist es wirklich ein paar Schritte zu beachten, die man da nicht was übersehen sollte. Aber kann schon so, wenn man irgendwie Probleme hat, wo man nicht so recht weiß, woher es eigentlich kommt, so Genau. als. Was ich auch manchmal selber schon nutze, das hilft durchaus auch, dass man das aktuelle System, was man im App Store herunterladen kann, einfach nochmal drüber installiert. Das hat bei mir bestimmt auch Okay. schon zwei, drei Mal alles wieder ins Lot gebracht Okay. und behält alle Dokumente und Einstellungen bei in der Regel. Also nicht in der Regel wirklich, hatte noch keine Probleme damit. Und manche haben ja so die Sorge, dass man da irgendwelche Daten verliert. Der schreibt das drüber, aber behält alles bei an Benutzern und Dokumenten und Einstellungen. Sehr lustig, das war bei Windows, war das sozusagen der Horror. Man sollte also niemals Bloß Windows nicht, ja. drüber installieren, dann wäre alles noch schlimmer. Aber ist ja gut, wenn das hilft. Wir haben ein paar Tipps. CDG Mac Addict müsst ihr wieder unserem Hashtag folgen. Der hat einen Terminal-Befehl uns geschrieben. Ich meine, wir können den hier einmal anklicken. Ich glaube, das kann man aber nicht lesen, weil es zu klein ist. Ist wahrscheinlich zu klein, ne, Kerstin? Oder. Naja, da steht es hier: Spotlight neu indizieren, Terminal starten, sudo sowieso. Guckt einfach auf unseren Hashtag, da seht ihr das, was CDG Mac Addict zum neu indizieren des Spotlight-Suche geschrieben hat. Ansonsten sagt Abi, schreibt, für die Suche und Ergänzung für Spotlight gibt es auch ein super Tool, Easy Find, dass das wohl offensichtlich besser machen kann. Und Olli schreibt noch, PRAM ist Power Management und der andere steuert wohl Programme und ihr Verhalten. Okay, haben wir das geklärt. Es gab früher ja immer noch dieses nicht Benutzerrechte reparieren, das hieß irgendwie anders, das haben sie aber ausgebaut. Das war in dem Festplatten-Utility, wie hieß denn das noch? Irgendwas mit Probleme finden oder Problembehebung, das wurde immer gesagt, das soll man immer als erstes machen. Das rödelte dann eine halbe Stunde drüber und hinterher war alles kein Unterschied festzustellen. Ich glaube, da wurden auch irgendwelche Rechte repariert, also so Unix-Rechte. Das war für mich immer so ein bisschen so Feenstaub und Voodoo, weil am Ende die ernsthaften Probleme hat das nicht behoben. Aber gut, jetzt haben wir gerade schon mal diesen tollen Tipp von Joey gesehen, hier unten mit der CPU-Auslastung. Wir können ja nochmal gucken. Im Moment hat der Rechner hier, ist es wirklich, du kannst das wahrscheinlich gar nicht mehr erkennen, Thomas, das ist winzig klein hier unten, die grüne Linie. Im Moment macht der Mac ja auch nichts, Der hat ne? nicht viel Ja. zu tun gerade, das stimmt. Aber was ist denn jetzt so? Gibt es eine Chance, wenn ich feststelle, okay, jetzt Speicher wird knapp, Beachball kommt jetzt häufiger, weil der irgendwie ständig jetzt rödelt. Kann ich den Speicher irgendwie freimachen oder kann ich mir da helfen? Also klar, ich kann Programme beenden, aber wenn das dann so zäh wird und so, gibt es da irgendwie Tricks? Ja, es gibt auch da wieder einen Terminal-Befehl, der so den Speicher aufräumen will, dass er bestimmte Caches löscht, wo er weiß, dass er die löschen kann von Programmen genutzte Bereiche. Der nennt sich Purge, aber im Endeffekt, also der kann natürlich auch nicht zaubern. Wenn man die Programme weiterlaufen lässt, die da alle laufen, dann wird das auch ganz schnell wieder voll sein. Da gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, dass man einfach mal sagt, jetzt beende doch mal bitte alle Programme, die gerade laufen. Da Okay. kann man sich ganz leicht ein Automata-Skript oder Automata-Workflow zu bauen, weil manche haben ja wirklich so, man kann ja auch heutzutage so viele Apps gleichzeitig im Hintergrund laufen lassen. Und wenn man echt mal in so einen Engpass kommt, ist es gut mal, Entschuldigung, statt einen Neustart wenigstens alle Programme mal zu beenden und dann die zu starten, die man wirklich braucht. Okay,
Das hatte ich mir tatsächlich mal geschrieben, nämlich als diese blöde Hakensache, was wir vorhin hatten, dass alle Apps wieder starten beim, ne, hatte ich mir tatsächlich vorher so ein Skript geschrieben, dass die alle erstmal beendet werden, damit ich nicht beim Damit du Neustart. das, hast du es quasi manuell Ja, gemacht, ja. genau, ja, weil das hat total genervt, ne? Der hat dann einfach alle Apps gekillt. Es dauerte ein paar Sekunden, da musste man aufpassen. Da ist nämlich noch die Stolperfalle, dass man das sogar hart machen kann. Also sagen kann, beende die App ohne Rücksicht auf Verluste oder frag vorher noch, ob du die Irgendwie Dokumente vielleicht speichern speichern. möchtest. Sonst hast du nämlich, das steht übrigens aber auch nochmal im Heft, sonst hast du nämlich ein Problem, wenn du nicht dran gedacht hast. Ich habe so Sachen wie meine Apple Watch entsperrt. Also ich mache es so, mein iMac wird mit meiner Apple Watch entsperrt. Das finde ich, inzwischen ist das so bequem. Also zu Anfang habe ich mal gesagt, wer braucht denn sowas? Das ist doch völlig bescheuert. Und jetzt muss ich sagen, das ist so mega. Ich tippe da einmal auf die Tastatur, dann geht der Bildschirm an, dann dauert es irgendwie eine Sekunde und dann ist der entsperrt. Auch mein Laptop. Großartig. Aber tatsächlich, bei meinem iMac ist das so, alle 50 Mal, ist jetzt, gebe ich zu, ein Luxusproblem, macht er es nicht. Also obwohl alles, Uhr ist da, WLAN, Uhr ist auch in Ordnung, auch geladen, will das Passwort. Und dann manchmal auch gar nicht mehr dann. Ja, das haben wir hier in der Redaktion auch schon gehabt. Das waren dann diese Fälle, die wir am Anfang besprochen haben, von Rechnern, die monatelang immer wieder aus dem Ruhezustand neu erweckt wurden und irgendwann verschluckt sich da doch mal was. Meines Wissens hilft da wirklich auch nur ein Neustart, leider. Das sind so komische Effekte, die manchmal auftreten. Ah, okay. Also kann man nicht Dann viel war es bei uns machen. Einen zumindest weg. Neustart machst du ja genug. Ja, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht so oft tatsächlich, ne? Weil ich meinen Rechner ja einmal Vielleicht. am Tag neu starte im Grunde genommen. Ne? Dann passiert das nur sehr selten, wenn er dann ganz oft in Ruhemodus geht den Tag über. Ne? Okay. Ja, gut, ist dann eben so. Stefan Wolfram, übrigens, schöne Grüße. iOS Produktiv-Podcast, gerne mal hören. Fix für das Finder-Fenster-Problem. Ein Finder-Fenster zumachen, ein neues aufmachen, dieses so einstellen wie gewünscht, Größe, Position und so weiter. Danach wieder zumachen, wenn man jetzt neue aufmacht, erscheinen sie so wie dieses Prototypfenster, nennt er es. Okay. Ja, das habe ich im Netz auch gesehen, dass das so sein soll, aber nach meinen Tests hat das jetzt nicht mit allen Fenstern funktioniert. Also wenn man jetzt eben andere Ordner, Startordner hat, dann hat das bei mir jetzt heute nicht funktioniert. Okay. Aber vielleicht mache ich da auch jetzt irgendwie anders als der Kollege. Also ich kann das jetzt nicht bestätigen, weil ich so nicht, also ich habe das jetzt nicht so exakt ausprobiert, aber müsste man mal testen, ne? Ob das dauerhaft Hilfe für Es gibt ja noch. ja. Man könnte ja noch Apple Script in Erwägung ziehen, das Ah. den Finder ja auch steuern kann, aber da muss man dann von Hand halt jedes Mal dann draufklicken. Da kann man die Position und die Größe ja schön vorgeben. Sehr schönes beim Script-Editor beim Finder, ich sag mal Finder, ne? Du sagst Finder, Ja, passt eigentlich beides. passt beides. Dass er auch aufzeichnen kann in dem Fall. Das heißt also, man kann im Script-Editor aufzeichnen, anklicken und dann wird das, was man im Finder gemacht hat, oder gerade macht, dann auch wirklich aufgezeichnet. Man sieht die Befehle dann, die man Ah, braucht. Also man okay. muss da gar nicht groß nachgucken. Und die kann man modifizieren und zack hat man die Standardposition für bestimmte Ordner oder vielleicht will man ja auch mehrere Ordner so kaskadierend nebeneinander haben in bestimmten Größen. Geht damit ziemlich leicht. Stimmt, und wenn man dann sozusagen, meinetwegen, man hat, das gibt ja durchaus, dass man bestimmte, wie du schon sagst, die Ordner so haben möchte, und dann könnte man sich das Skript noch in den Startordner legen, also unter Benutzerobjekte, und dann wird das immer automatisch gleich so eingestellt. So kriegt man seinen Rechner so, wie man es haben möchte. Ne? Ja, super Tipp. Finde ich gut. Hast du eine Idee, was passiert? Also übrigens nochmal, muss Gratulation über den Befehl Ditto, Terminal-Befehl Ditto, Ditto. Der macht Folgendes, der kopiert Dateien oder auch ganze Ordner von einem auf einen anderen Ordner. Also wenn du zum Beispiel sagst, du hast keine Ahnung, den Ordner Bilder, und du möchtest ihn aus irgendeinem Grund auf eine externe Festplatte kopieren, macht das der Befehl Ditto. Oder wenn der Ordner nicht existiert auf der externen Festplatte, wird der auch gleich angelegt. Alle Benutzerrechte werden übertragen und so weiter. Und das scheint offensichtlich auch dann zu funktionieren. So habe ich deinen Artikel verstanden, dass wenn der eigentliche Finder gelegentlich mal abbricht, ist Ditto da so resistenter. Der macht das trotzdem. Ja, das ist ein Beitrag von meinem Kollegen Wolfgang Restel. Das haben wir ja zusammengeschrieben, die Geschichte. Okay. Und fand ich auch sehr spannend, dass es dann mit diesem Befehl diese Hackeleien übergangen werden können. Das kann man schon ab und zu mal nutzen. Ja, aber ich habe das tatsächlich oft, wenn man, also jetzt nicht für regelmäßige Datensicherung, aber man hat das ja schon mal, dass man irgendwie einen ganzen Schwung Sachen von A nach B kopieren muss. Und das werde ich künftig mit Ditto machen.
Ja, finde ich gut. Also dann Gruß an Wolfgang. Vielen Dank, dass ihr mich an diesen Befehl ändert. So, konkrete Frage noch von mir. Ich habe das inzwischen nicht mehr, weil ich es nicht mehr so mache, aber früher habe ich mein iPhone an meinen Mac gehängt, wie das vielleicht viele noch tun, über ein Kabel und habe dann über iTunes synchronisiert. Und es kam so alle paar Mal vor, insbesondere nach neuen iTunes-Versionen, dass der das konnte so dran stecken, nichts ist passiert. Also der hat das nicht erkannt, das iDevice. Da gibt es ganz tolle Support-Dokumente von Apple, die dann empfehlen, dass man mal das Kabel prüft und sehr einfache Dinge da versucht. Also ich glaube, ich würde da als erstes mal in den abgesicherten Modus starten. Hört sich jetzt auch ein bisschen kompliziert an, aber da werden ja eben auch die Caches zurückgesetzt, die macOS ja anlegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei einer Neuinstallation einer neuen Software, dass das dann helfen kann, das aufzufrischen. Sollte natürlich automatisch so sein. Und ich habe es aber aus eigener Erfahrung jetzt noch nicht erlebt, muss ich sagen, dass das Probleme machte. Aber vielleicht kriegt man das damit hin. Also mir ist es ein paar Mal passiert. Ich weiß nicht, hast du das auch gehabt? Nee, das, Toll. also da ich meine Handys tatsächlich und mein iPhone nie per Kabel, glaube ich, sind, also wenn ist das 10 Jahre her oder so, Ja, das oder ist nicht lange ganz, her. aber ja. Ich Wie ist war. das denn mit solchen? Es gibt ja auch so ganz viele Programme, die irgendwie versprechen, Mac-Probleme zu lösen. Ja, gut, dass du Also das ansprichst. So. so halb Tuning-Tools, aber eben auch Reparatur-Tools für alle möglichen Wehwehchen. Unter Windows weiß ich eigentlich lieber nicht benutzen. Wie ist das am Mac? Kann man das auch so verallgemeinern und sagen, ist nichts? Oder gibt es da vielleicht auch nützliche Sachen? Ich glaube, für viele Sachen braucht man diese Tools eigentlich nicht. Also mit den Hausmitteln, die macOS eigentlich mit drin hat. Und wenn man nicht keine große Scheu hat vor dem Terminal, dann braucht man diese Tools auf keinen Fall kaufen oder so. Die meisten nutzen dann E-Befehle, die im Hintergrund Terminal-Befehle aufrufen. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber es gibt ja auch Tools zum Beispiel, die dann unsichtbaren Dateien im Finder anzeigen und solche Sachen. Aber das ist ja auch mit einem Tastenkürzel ganz schnell erledigt oder mit einem Terminal-Befehl. Also oftmals braucht man diese Tools nicht. Ja, ich habe festgestellt, zum Beispiel, es gibt so Tools, wir nennen jetzt mal keine Namen, aber die sind landläufig bekannt, die dann diese Caches löschen, von denen du ja auch schon ein paar Mal gesprochen hast, aber nicht, um jetzt in dem Falle, machen wir das ja, oder haben wir besprochen, machen wir es, um Probleme zu lösen, sondern die wollen damit versprechen, mehr Platz zu schaffen. Also, weil die Caches brauchen natürlich Speicherplatz auf den Platten und dann werden die weggehauen und dann sieht das natürlich total geil aus, weil du jetzt auf einmal irgendwie 2 GB mehr Platz hast, so je nach System. Und danach fängt der Mac erstmal schön an, sich seine ganzen Caches wieder aufzubauen, ist Ja, langsamer und danach ist genau. der Platz wieder Und weg. danach ist es alles wie vorher. Also das Ja. ist, glaube ich, ziemlich sinnfrei, solche Es Tools. gibt ja auch so Tools, die Platz schaffen, indem sie die unnötigen Sprachdateien in Programmen und solche Sachen löschen. Die kommen natürlich nach dem Update dann auch wieder mit rein und das ist echt manchmal auch Scharlatanerie da. Genau, das verbuchen wir unter Feenstaub und Voodoo. Aber jetzt habe ich noch mal eine Sache, das hatte ich auch bei dem Update auf. Das kann einem aber jederzeit passieren, beim Update auf High Sierra. Mit einmal hatte ich Kernel Panics. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was am Mac passieren kann. Da ist nämlich, also das war so, der friert ein und dann stand halt so eine Meldung in der Mitte in vielen Sprachen. Offensichtlich kommt die So ein nicht mehr. graues Overlay, ne? Ja, Ja. genau. Und da stand eben in Deutsch, Englisch, Chinesisch und sonst was, dass der Rechner ein Problem hat und jetzt neu gestartet wird. Also Kernel Panic nennt sich das, glaube ich, in Fachsprache. Dann fuhr der auch wieder hoch und dann ging auch wieder alles. Und irgendwie eine Stunde später hatte ich das wieder, das Problem. Hast du da, also was kann man denn da machen überhaupt? Gibt es da überhaupt eine generelle Vorgehensweise oder? Also es kann natürlich schon auch mal an der Hardware liegen. Dann kann man als Benutzer nicht viel machen, sondern muss schauen, dass man dieses defekte Teil identifiziert und austauscht. Aber sehr häufig und viel wahrscheinlicher ist, dass es eine Erweiterung ist, eine Systemerweiterung oder eine Software, die Probleme macht. Und die ersten Verdächtigen sind natürlich diese Teile, die beim Booten geladen werden, weil meistens passiert das ja beim Booten oder dann bei den ersten Apps, die man öffnet oder verwendet. Und das ist dann so eine kleine Sisyphos-Arbeit, dass man schauen muss, welche Erweiterung macht denn das Problem? Da muss man ein bisschen experimentieren. Ja, also da hilft zum Beispiel teilweise auch mal einen neuen Benutzer anlegen, ne? Dass man dann schon mal
von vielen Altlasten, die da möglicherweise betroffen sind, Abstand hat. Und wenn das dann immer noch auftritt, dann muss man wirklich die Systemerweiterung mal durchschauen, die Launch-Daemons durchschauen, die Launch-Agents. Das ist natürlich nicht so einfach, wie ich es jetzt hier sage. Da trauen sich vielleicht viele auch nicht ran. Es gibt leider da keine GUI in macOS, die das schön auflistet. Das ist teilweise in Windows sogar besser. Aber man kommt da nicht drum rum oder man muss jemanden fragen, der da sich ein bisschen mit auskennt. Und irgendwann hat man da so ein das bösartige Ding gefunden und muss das einfach rausschmeißen. Das ist dann irgendwo nicht kompatibel oder man braucht vielleicht eine neue Version. Das ist natürlich auch immer ein wichtiger Tipp, dass man nicht auf alt, also jetzt ein neues System installiert und glaubt, dass dann immer alles kompatibel bleibt. Da gibt es immer wieder mal Konflikte und man muss schauen, dass man alles dann auf aktuellem Stand hält. Gerade so Tools, die auf Systemebene agieren, muss man das schauen. Aber jetzt hast du noch was Spannendes angesprochen, was wir noch gar nicht hatten, nämlich einfach mal einen neuen Benutzer anlegen. Weil Ja. das kann nämlich auch bei der Fehlersuche, habe ich das auch schon öfter gemacht, gerade wenn man dann Ja. irgendwo nicht weiß, ist das jetzt irgendwie ist es ein Softwareproblem oder ist es vielleicht auch ein Hardwareproblem oder Okay, sowas, okay. dass man einfach mal einen neuen Benutzer anlegt, dieselbe Hardware da wieder benutzt und guckt, ob eben einfach, weil dadurch ganz viele Sachen, die man vielleicht kaputt gespielt haben kann oder auch Sachen, wo sich Softwares gegenseitig in die Quere kommen, kann man ausschließen. Das ist auch, finde ich, einfach was, wo man ja nichts groß zu können muss. Man klickt sich einfach in die Systemeinstellungen einen neuen Benutzer hin, Klar. kann nichts kaputt machen, man löscht den Benutzer danach wieder, aber man hat einfach einmal ein neutrales Benutzerkonto, mit dem man eben ausprobieren kann, ob der Fehler da auch auftritt. Geht das theoretisch auch mit dem Gast-Account? Denn die Macs haben ja oft so einen Gast-Account, der sowieso automatisch gelöscht wird, wenn du dich abmeldest. Ginge das da auch? Also ich würde da eigentlich auch immer, würde vielleicht auch gehen, ich würde eigentlich immer den auch einen Admin-Account nehmen, den die Ah, meisten okay. Anwender ja auch verwenden, damit das auch wirklich ein gleichartiger Account ist. Was auch manchmal helfen kann, habe ich auch schon gemacht, dass man sein laufendes System, was ja möglicherweise eben diese Probleme hat, die man lösen will, auf eine externe Platte klont mit Carbon Copy Cloner oder SuperDuper. Und wirklich bei Phänomenen, die man sich nicht erklären kann, mit dieser externen Platte, zum Beispiel bei einem anderen Rechner eines Kollegen oder einer Firma, mal versucht zu booten, ob diese Phänomene da ähnlich sind oder genauso sind, eben auch um zum Beispiel Hardware-Geschichten auszuschließen. Und man kann mit dieser externen Platte natürlich auch schön experimentieren, ohne dass man irgendwas kaputt machen kann, weil man ja immer sein Hauptsystem auf dem Rechner auch noch hat, Stimmt, guter das Tipp. kleine Probleme hat, ja. Ja, Stefan Wolfram schreibt jetzt noch, weil wir gerade über diese Launch-Daemons und Agents sprachen oder vorhin. Es gibt ein Programm, das heißt Launch Control. Das ist wohl eine GUI, womit man diese Daemons besser verwalten kann. Ich würde nur vorschlagen, ja, okay, GUI macht es einfacher in der eigentlichen Benutzung, aber Vorsicht, man weiß ja vielleicht nicht immer, was jeder einzelne, also wenn es nicht genau benamst ist, wie so ein Launch-Daemon heißt, dann lieber nicht killen oder abschalten, weil vielleicht fährt dann der Mac gar nicht mehr hoch. Aber trotzdem, der Tipp ist ganz gut. Abi schreibt noch Tipp von mir nach einem Update bei Kernel Panic mal auf der Apple Homepage nachschauen, ob ein Combo-Update vom letzten Update vorhanden ist. Also dann werden da vielleicht auch nochmal Probleme behoben. Dann hast du noch gesagt, was man auch machen kann. Da kann man jemanden fragen. Da empfehle ich sehr, das kann helfen, wirklich. Und da empfehle ich zum Beispiel die Apfeltalk-Community, Deutschlands größte Community. Und da werden sie geholfen. Also da sind sehr, sehr viele Profis unterwegs und fast alle Probleme sind da schon mal angesprochen worden. Wenn es schneller gehen soll, kann man auch das derzeit noch aktuelle Heft von Mac and I lesen. Du hast es da hinten ja auch, wir haben es hier auch. Da sind deine und Wolfgangs Tipps drin und natürlich auch noch viele andere schöne Sachen. Beeilung, Beeilung, denn es kommt demnächst das neue Heft raus. Aber wenn ihr es, keine Sorge, wir haben hier unten in den Kommentaren den Link zum PDF, könnt ihr euch da kaufen. Und dann könnt ihr auch vor allem genau konkret den Artikel euch kaufen, nochmal nachlesen. Da werden sehr, sehr viele Probleme, die wir heute noch nicht besprochen haben, auch noch erklärt. Also die beiden Möglichkeiten bieten wir euch an. Geht mal in die Apfeltalk-Community und guckt euch mal Mac and I an. Lieber Thomas, vielen Dank fürs Gerne. Dabeisein. Wir sind Danke nämlich euch. schon am Ende der Sendung. Du bekommst, So schnell. ja, es ist verfliegt hier immer die Zeit. Ich weiß nicht, ob du ihn schon hast. Auf jeden Fall kriegst du ein Oh, Update, schön. den Oh, Mac das Pro. klang aber. Sehr gut. Den Mac Pro. Den kriegen nur Gäste der Mac Sendung. Also Pro. den gibt es Super, vielen nirgendwo Dank. zu kaufen. Sehr gerne schicke ich dir am Montag gleich raus. Was ich noch sagen wollte, wir haben ja so ein paar Terminalbefehle und Tipps bekommen. Die packe ich nachher noch, wenn ich es schaffe, unten in die Kommentare, sodass ihr
Wenn ihr die Sendung jetzt nicht live seht, sondern in der Nachschau, dann sind die da unten. Dann könnt ihr euch da ausprobieren. Und danke, Joey, dass du heute da warst. Sehr gerne, jederzeit. Nächste Woche bist du schon wieder da. Allerdings hoffen wir, dass Olli gesund ist. Dann bist du da und Olli. Dann muss ich wieder auf dem Kinderstuhl sitzen. Wenn du nicht artig bist, musst du auf dem Kinderstuhl. Wir können ja Olli mal fragen, ob er damit. Nein, ich gehe da gerne rüber. Okay, denn da machen wir den zweiten Teil von unserer Profis am iPad-Serie. Denn da hat sich nach der letzten Sendung, wo wir das gemacht haben, haben sich viele, viele Leute gefreut und haben noch viel, viel mehr Vorschläge gemacht, worüber man noch reden könnte. Das tun wir dann nächste Woche an dieser Stelle. Vielen Dank, Kerstin, dass du uns heute wieder so perfekt versorgt hast. Und wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende und sehen uns nächste Woche wieder. Danke, Thomas. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.